der 11. Rosenball der Faschingsgilde Rosenheim im KUKO. Neben den vielen Showanlagen stand natürlich das Prinzenpaar im Zentrum der Aufmerksamkeit. Spektakuläre Hebefiguren und flotte Tanzschritte. Soweit unfallfrei? Also diesmal ist nichts passiert. Ja, in manchen Trainings ist schon mal was schiefgegangen, aber zum Glück funktioniert es bei den Auftritten. Ein Thema, das bei den beiden öfter auftaucht, sind die gegensätzlichen Arbeitgeber. Er Mercedes, sie BMW. Ein Problem beim Tanzen? Ja, wir ärgern uns vielleicht ab und zu mal gegenseitig, aber ansonsten... Na, sonst gehen wir gut aus. Zuletzt noch die Frage, die wohl jedem jungen Narren in Rosenheim unter den Nägeln brennt. Wie werde ich denn überhaupt Prinz oder Prinzessin? Darfst du antworten? Ja, da bewirbt man sich halt und dann steht man zur Auswahl und dann wird irgendwann abgestimmt oder irgendwann bekommt man halt dann die Nachricht, ihr seid es oder ihr seid es nicht. Und wir waren es halt dann, wir haben uns wahnsinnig gefreut und haben dann im Mai zum Trainieren angefangen. Die lange Vorbereitungszeit merkt man aber nicht nur den beiden deutlich an. Die Show der Faschingsgilde, Eurovision Song Contest, die Welt zu Gast in Rosenheim, bildete am Samstag das Highlight des Abends. Hier nur noch ein paar Eindrücke. Eurovision Song Contest 2015 aus der schönsten Stadt in Oberbayern, Rosenheim. Noch einmal vereint, meine sehr verehrten Damen und Herren, extra für den heutigen Abend, aber... Meine Damen und Herren, begrüßen Sie Lordi aus Finnland.